Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was Frieden bringt, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, in denen deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche, im Radio, per Livestream mit uns verbunden, ich möchte beginnen mit einem Dank, nämlich der Arbeitsgemeinschaft Lebensrecht München ist es zu verdanken, dass es diese Wochen gibt, die Vorträge verschiedener Münchner Gemeinden beteiligen sich und ich glaube, einfach eines großen Dankes wert, auf diese Weise auf dieses ja auch bedrückende und durchaus auch schwere Thema aufmerksam zu machen. Einige, wie schon erwähnt, etwas ausführlichere Gedanken zu dieser Problematik, mit der man sich sehr schnell auch Gegner schafft. Sacrificium intellectus, ein lateinisches Wort, wörtlich Opfer des Verstandes, das ist ein alter Ausdruck dafür, den eigenen Verstand in einem gewissen Sinn auszuschalten, um einer bestimmten Überzeugung willen, was nicht selten geschieht und gerade auch beim Thema Abtreibung geschieht, weil es sich um ein tief existenzielles Thema handelt, wo es um Mathematik geht, da streiten wir nicht leidenschaftlich, da hat der eine Recht oder er hat Unrecht, aber hier geht es um Ethik, es geht um den Menschen, es geht um ganz schwierige Situationen, was wir nie übersehen sollten und es geht um die Frage, welches Recht haben eigentlich Kinder, geboren zu werden, ohne dass man ihnen Gewalt antut? Ich möchte einige Beispiele nachher nennen, aber beginnen mit einem Blick auf etwas anderes. Das Bundeskriminalamt, die meisten von Ihnen werden es mitbekommen haben, hat in diesen Tagen eine Statistik über geschlechtsspezifische Gewalt veröffentlicht, die eine beängstigende Zunahme verzeichnet. Digitale Gewalt gegen Mädchen und Frauen, über 17.000, die Spitze des Eisberges. Häusliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen, über 180.000, die Spitze des Eisberges. Tötung und Tötungsversuche an Mädchen und Frauen, 938, davon 360 vollendete Tötungsdelikte, nicht alle sicher Femizide, sind sehr genau definiert, wo es eine abwertende Haltung gegenüber Mädchen und Frauen gibt. Es wird statistisch nicht erfasst, aber sie gehören zu diesen 360 ermordeten Mädchen oder Frauen.
Warum beginne ich damit? Ich beginne deswegen damit, weil es gut ist, dass wir als Gesellschaft zunehmend sensibilisiert sind in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen und Mädchen. Und das ist uneingeschränkt, diese Sensibilisierung zu begrüßen. Und hier kann man wirklich von einem echten Fortschritt sprechen. In dem Maß, wie wir in dieser Hinsicht sensibler werden, in dem Maß werden wir es weniger gegenüber der Gewalt gegen Kinder, gegen ungeborene Kinder. Und dazu ein paar Punkte. Ich hoffe, es werden für Sie nicht zu viele, auch durch Bilder untermalt. Fast durch die Bank gibt es in den deutschen Leitmedien zu Lebensschützern, zu den Märschen für das Leben und so weiter, abwertende Kommentare. Es handele sich um erzkonservative, kann man alles googeln, fundamentalistische, radikale, extremistische, rechte bis rechtsextreme Christen, und das findet man fast durch die Bank, sogenannte Lebensschützer und sogenannter Marsch für das Leben. Man kann sich leicht vorstellen, was los wäre, wenn dieselben Medien von sogenannten Natur- und Tierschützern sprechen würden. Ein zweites Beispiel, typisch für die Narrative, die Lebensschützer in die rechtsextreme Ecke zu stecken, ist dieses viral gegangene Foto auf der nächsten Folie mit Bischof Vorderholzer, viele von Ihnen haben es sicher gesehen, und einem jungen Mann, der mit der rechten Hand den Gruß der rassistischen Bewegung für White Power, weiße Vorherrschaft, zeigt. Ganz offensichtlich nimmt Bischof Vorderholzer ihn nicht einmal wahr. Es wird durch physische Nähe eine ideelle Nähe insinuiert. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Journalismus der schlechtesten und der übelsten Sorte, assoziativ, rein assoziativ, manipulativ, rufmörderisch. Ein drittes. Unsere Bischöfe sind, und so kann man es ganz ohne Zweifel sagen, geschlossen gegen Abtreibung. Übrigens auch für Frauen, das kann man nicht oft genug betonen, es ist keine Haltung in irgendeiner Weise gegen Frauen, aber gegen Abtreibung. Unverständlich für mich, dass die Ablehnung des Marschs für Leben aus bischöflichem Munde, es bezog sich auf den letzten, also den diesjährigen Marsch für das Leben in München, aus bischöflichem Mund, der Name tut ja überhaupt nichts zur Sache, damit begründet wird, dass sich in diesem Punkt jede Art von Aggressivität verbietet. Ja, natürlich verbietet sich jede Art von Aggressivität. Aber es ist eine typische Täter-Opfer-Umkehr. Denn Aggressivität, Pöbelei, Beleidigungen gibt es, ich habe es selber erlebt, ich war ja da, regelmäßig, ausschließlich auf Seiten der Gegendemonstranten, die mit einem riesigen Polizeiaufgebot daran gehindert werden müssen, das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, die helfen, dass es nicht vereitelt wird. Ich persönlich bin überzeugt, unter den Demonstranten, ich bin sicher, viele liebenswerte Menschen, sind nicht wenige verletzte, zutiefst verletzte Frauen und auch Männer, die möglicherweise selbst
eine Abtreibung oder mehrere haben durchführen lassen, die in ihrer tiefsten Seele vielleicht unbewusst spüren, fühlen, dass es sich um die Tötung eines wehrlosen Kindes handelt, sich aber verzweifelt vor allem gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen zu rechtfertigen suchen, auch und gerade durch eine solche Aggressivität, um zu demonstrieren, dass es ihr gutes Recht war, verletzte Menschen. Ein viertes. Frau Stetter-Karp, die Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland, ist gegen Abtreibung. Gleichzeitig fordert sie vom Staat, für flächendeckende Abtreibungsmöglichkeiten zu sorgen. Sacrificium intellectus. Wie soll man das eigentlich logisch zusammenbringen? Tatsächlich sind Abtreibungseinrichtungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden gegenüber dem Jahr 2003 von über 2000 auf ca. 1100 Einrichtungen zurückgegangen. Und diesem Rückgang steht an der Seite seit 1991 ein Rückgang der geburtshilflichen Abteilungen, also von Entbindungsstationen, von nahe ungefähr 1200 auf etwa 600. Und jetzt möchte ich einfach nur eine Frage stellen. Heißt das, dass die Vorsitzende des verbandlichen Verbands des Laienkatholizismus in Deutschland, dass es hier ein größeres Anliegen ist, ausreichend Abtreibungsmöglichkeiten in der Nähe zu haben, weniger ein Anliegen als ausreichende Geburtsmöglichkeiten? Noch immer fast doppelt so viele Abtreibungseinrichtungen gegen 600 Geburtsstationen. Ich will ihr das nicht unterstellen, aber bevor man so etwas sagt, muss man sich erkundigen. Vor wenigen Tagen als fünftes, am 13. November, trat das Gesetz zur Verhinderung von sogenannter Gehsteigbelästigung in Kraft. Es verbietet in einem Umkreis von ca. 100 Metern vor Beratungs- und Abtreibungseinrichtungen alles, was einen für Schwangere wahrnehmbaren kritischen Bezug zur Abtreibung haben könnte. Dazu zählen natürlich Plakate, auch offensichtliches Gebet für diese Menschen und die direkte, diskrete Ansprache. Zur Belästigung von Menschen in anderen Gesetzen längst geregelt. Es ist verboten in Deutschland. Es gibt nicht einen einzigen Fall, der justiziabel geworden ist, einer solchen Belästigung und wo jemand verurteilt worden wäre. Also ein vollkommen überflüssiges Gesetz, denn es ist schon längst geregelt. Ich möchte einen Vergleich ziehen, möglicherweise, naja, jeder Vergleich hinkt irgendwie, aber man stelle sich vor, irgendeine Regierung würde ein, sagen wir einmal, ich nenne es so, ein Anti-Massentierhaltungs-Belästigungsgesetz verabschieden. Die Belegschaft sei ja ohnehin schon seelisch sehr belastet durch diese Art von Umgang mit Tieren und soll es nicht noch mehr werden, indem Leute in unmittelbarer Nähe, außerhalb beispielsweise einer Bannmeile von 100 Metern, sie daran erinnern, dass das Unrecht sein könnte. Nun ja, ich habe mir diesen Vergleich gestattet und ich halte ihn für plausibel. Wie es bei Ihnen ist, das überlasse ich gerne Ihnen.
Was aber hier geschieht, ist ein massiver Eingriff, eine Beeinträchtigung, ein Eingriff in Grundrechte, die wir alle haben, nämlich das Grundrecht der Meinungs-, der Religions- und der Versammlungsfreiheit. Ein sechstes. Am 30. Oktober erschien in der SZ ein Artikel von Heribert Brandl mit dem Tenor: Die deutsche Abtreibungsgesetzgebung war und ist eine von Männern für Männer gegen Frauen in Konfliktschwangerschaften erlassene. So einfach kann man sich offensichtlich diese Sache intellektuell machen. Sacrificium intellectus. Eine Abtreibung, die straffrei gestellt ist unter den beiden Bedingungen einer Beratung und einer 12-Wochen-Frist, letztlich im Grunde ausschließlich nichts anderes als eine weitere Spielart männlicher Herrschaft und männlicher Bevormundung von Frauen. So hat es ja auch das Bundesverfassungsgericht 1975 und 1993 gefordert. Es wird einem anderen Artikel von einem Schneewittchen-Senat gesprochen, 7 Männer und nur eine Frau. Das sei also der Grund. Männliche Vorherrschaft, ja, okay. Ein Dorn im Auge ist, dass der Gesetzgeber zweimal, eben gemaßregelte vom Bundesverfassungsgericht, Abtreibung immer noch als Unrecht bezeichnet und sie deswegen auch nicht als Krankenkassenleistung zulässt. Nun ja, anstelle der Krankenkasse springt in den allermeisten Fällen der Steuerzahler ein. Vorgestern, am 19.11., hat Ronen Steinke, ebenfalls in der SZ, in einer ähnlichen Weise auf die Widersprüchlichkeit, hebt auch ab auf die Männerlastigkeit dieser Gesetzgebung, auf die Widersprüchlichkeit der geltenden Regelung aufmerksam gemacht, rechtswidrig, aber straffrei, dass es sonst im Strafrecht nirgends gebe. Und er hat recht. Er hat einfach recht. Dieses Gesetz ist widersprüchlich. Und er sucht in seinem Artikel die Widersprüchlichkeit aufzulösen, indem er schreibt, dass der Gesetzgeber endlich ein Recht auf Abtreibung als Kassenleistung verabschieden solle. Liebe Schwestern und Brüder, worin liegt hier das Sacrificium intellectus? Es hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, ein Kind, auch wenn es noch nicht geboren ist, als einen Träger von Rechten anzusehen. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wie es zweimal, noch einmal das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, Menschenrecht auf Leben, Menschenwürde beginnt mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle. Übrigens gibt Heribert Brandl Papst Pius IX. Die Schuld für diese ganze, in seinen Augen, Misere, denn 1869, so schreibt er in diesem zitierten Artikel, hatte er die Lehre von der Simultanbeseelung eines gezeugten Menschen im Augenblick der Empfängnis verkündet. Und natürlich kann man fragen, ist das nicht vom Papst vermessen, so etwas zu verkünden? Dafür gibt es keine naturwissenschaftliche Evidenz. Aber es gibt eine naturwissenschaftliche Evidenz, dass der ganze Bauplan des Menschen von Anfang an, von seinem ersten Augenblick seiner Empfängnis an, da ist.
Sie alle haben diesen Satz schon oft gehört, dass wir uns nicht zum Menschen, sondern als Menschen entwickeln. Das ist reine Naturwissenschaft. Das hat nichts mit katholisch oder Christsein oder was auch immer zu tun, sondern das ist reine Naturwissenschaft. Philosophisch und intellektuell ist es ausschließlich logisch zu sagen, der Beginn des menschlichen Lebens ist der Augenblick, an dem ein Mensch als Mensch da ist, weil sich ein Etwas, so formuliert es der große Philosoph Robert Spemann, weil sich ein Etwas nicht zu einem Jemand entwickeln kann, mutieren kann, mal Person werden kann, gäbe da auch mit diesem Gutachten so eine gestufte Menschenwürde, das ist gegen den Verstand. Sacrificium intellectus. Und wer von einem Schwangerschaftsgewebe spricht, ignoriert vorsätzlich naturwissenschaftliches Wissen im Interesse des eigenen Interesses. Das ungeborene Kind, das könnte man es fragen, so gern leben wollt wie jeder von uns, die wir hier sitzen. Geschwister und Brüder, es braucht eine Stimme und es hat nur unsere Stimmen, ausschließlich. Es braucht unsere Anwaltschaft, so wie es viele Frauen brauchen, unsere Anwaltschaft an ihrer Seite zu ermutigen zu einem Leben mit dem Kind, unsere Anwaltschaft gegenüber denen, die selbst gern leben, aber ein ungeborenes Kind, wenn es unerwünscht ist, sorry, wenn ich es so sage, für vogelfrei erklären. Ja, es sind übrigens wiederum überwiegend Frauen, die das auszubaden haben. Manchen macht es vielleicht nichts, ja, aber so viele, die ganz genau wissen, ich habe mein eigenes Kind töten lassen und auf ein ganzes Leben darunter leiden. Und ich kenne solche Frauen. Liebe Schwestern und Brüder, ganz zum Schluss noch ein Blick, ein kurzer Blick auf das Evangelium. Das ist die einzige Stelle, wo wir hören, dass Jesus weint. Wenn es stimmt, was er an anderer Stelle im Johannesevangelium sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann sehen wir in diesem Weinen im Angesicht von Jerusalem, das seine Worte gehört hat und zu großen Teilen nicht annimmt, dass das Herz des Vaters, ich sage es in Anführungsstrichen, weint um so viele Kinder, denen er so gerne das Leben geschenkt hätte. Er hat es ihnen geschenkt, aber ein Leben, das sie auch hätten leben dürfen. Wir sehen hier im weinenden Jesus den, dessen Herz blutet, um die Verwundung einer Gesellschaft, für die das immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Und in der Lesung haben wir gesehen, das Lamm wie geschlachtet, mitten darin, der Löwe von Juda als Lamm wie geschlachtet, der all die Wunden dieser unserer Schöpfung und auch die Wunde der Abtreibung, die Wunde derer, die darunter leiden, manchmal gar nicht wissend, Depression, Verlust der Freude am Leben und so vieles andere. Das Lamm wie geschlachtet, dass das alles getragen hat. Und wenn wir jetzt Fürbitte halten, wenn wir jetzt weiter die Eucharistie feiern, Tod und Auferstehung Jesu, dann wollen wir es tun, indem wir auf ihn blicken, das Lamm wie geschlachtet, mitten im Himmel, um ihn zu bitten, für uns selbst
für die, die sich im Lebensschutz engagieren, für die, die ein Recht auf Abtreibung fordern, noch einmal selbst oft verwundete Menschen, für die Frauen, die darunter leiden, für die Kinder, die nicht geboren wurden und für alle Wunden dieser Erde. Er hat sie getragen, er hat sie gelöst, erlöst. Wo wir auf ihn schauen, sehen wir den, der uns heilen kann, alle Wunden dieser Welt heilen kann. Amen.